Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Rune Factory 4 Special. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, zu denen ihr euch dazu entscheiden solltet. Ich habe nachgeschaut übrigens, wo Meistertrolle sein sollen, in Hohenpranner Ebene 4. Ich weiß jetzt noch nicht, von wo die Ebenen anfangen zu zählen. Also zumindest scheint es nicht ganz unten zu sein, wo wir gerade waren. Und ich weiß, ich kann Medizin mitnehmen, aber keine Lust. Ich hab keine Lust. Okay, schnell verkaufen. Wir können auch das hier verkaufen, übrigens, ich brauche das nicht. Ah, 402.000 wieder. Wir werden so reich, wir haben dann. Ja, wir haben jetzt gleich die 3 Millionen quasi. Wir haben gleich die 3 Millionen. Da, 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 da. So. Also wir sind ganz knapp an den 3 Millionen, aber... Oh. Auf einmal haben die alle große Eier. Eier. Wir haben große Eier. Und die haben alle große Milch. Nice. Sogar der? Dann war das jetzt ein Special Event, oder? Das war irgendwie ein besonderer Tag heute. Wenn auf einmal alle große Milch und alles haben, das... Wie ihr seht, großen Honig gibt es nicht. Ich fände es cool, wenn die dann wenigstens 2 Honig pro Tag droppen würden, wenn die dann... schon keine besseren Form von Honig existiert. Okay. Der Kühlschrank ist wieder voll. Das heißt, wir werden gleich zwischen den Parts wieder ein bisschen kochen, nehme ich an. Weil es ist das Einzige, was wirklich Sinn ergibt, dass wir dann aus den Sachen was zusammenkochen und dann ordentlich Asche damit machen. Aber das Problem ist immer so, es fühlt sich für mich nicht mehr lohnenswert an, jetzt was zu kochen mittlerweile, weil, was bringt's mir denn? Was will ich mit dem Geld? Ich hab so viel Geld, ich brauche kein Geld. Ich habe alles Geld der Welt. Ich habe 3 Millionen. Was will ich denn noch? Ha, 4 Millionen oder 5 vielleicht.
Wir laufen direkt mal eben kurz los und machen das hier mal eben direkt. Ich drück immer die falsche Taste, ich wollte eigentlich nur hier schnell durch die Gegend dashen. So, dann auf Sommerfeld. Nein, nicht Frühlingsfeld. Okay, dann aus Herbstfeld. Okay, wir müssen auf jeden Fall am Herbstfeld nochmal ordentlich was anbauen. Was können wir eigentlich so kaufen fürs Herbstfeld? Jamswurzel, Kürbis. Ich meine, wir können auch im Herbst auch, was geht, Karotte geht, glaube ich. Lauch ist, glaube ich, ganz gut. Von Lauch haben wir auch noch nicht so viel. Nicht so viel kaufen. Aber wenn ich wieder zu viel kaufe, habe ich das Problem, dass ich später wieder eine volle Lagerkiste habe mit Saatgut. Das wollen wir ja auch nicht. So, nein, 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 nein. So, und zum Herbstfeld. Okay, und ab nach Hause. Ich muss schon mal an die Kiste ganz kurz ran. Falls nämlich Arpa nachher wieder... Ihr wisst, ihr kennt den Spiel, kennt den Spaß. Also, falls Arpa nachher wieder die Dinger hat, dann müssen wir hier schon mal vorbereitet sein. Für den Fall der Fälle. Wir sollten dann gucken, dass wir vielleicht Flavia mal ganz kurz ihren Smoothie bringen. Wo ist sie denn? Ist die hier drin? Ja. Hallöchen, Potato. Mann, ich liebe es einfach draußen in der warmen Sonne zu sein. Oh, was ist los? Ich hab's. Du erinnerst mich an die warme Sonne, Potato. Oh, wie süß. Wie süß. So, da, 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 da. Okay, genau, wir wollten Smoothies herstellen. Wir stellen neue Smoothies her. Da, 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 da. Gemischter Smoothie war mit gemischtem Saft, naja. Stellen wir 10 Smoothies her. Guten Abend, Lady. Geht's dir besser? Das wäre dann aber schon ziemlich schnell. Hast WLAN im Krankenhaus gekauft, dass das nicht umsonst ist, ist so traurig. Für was für Sachen man alles bezahlen muss. Drei bis fünf Wochen Reha, eieieiei. Was hast du denn gemacht? Hast du irgendwas Schweres gehoben oder was? Oder ist das einfach so passiert? Thank you.
Da, 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 da. So, Kühlschränke sind auch noch voll. Und jetzt habe ich die ganzen Smoothies auch noch im Inventar, ich Idiot. Ah, naja, gut, wir haben ja unsere Tricks mit der Kiste, die wir mitnehmen. Falls es klappt. Oha. Das ist übel. Ich hoffe, dass es einigermaßen gut genießt. Genießt. Dass es einigermaßen gut wieder gut wird. Mein ganz heilen tut man sich davon, glaube ich, nie, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Mein Wissensstand ist von vor 20 Jahren, also. Nancy und John sind so süß zusammen. Sie übernachten an ihrem Jahrestag immer in unserem Hotel. Was? Sie feiern ihr Hochzeitsjubiläum hier bei dir? Was soll das denn heißen? Oh, Entschuldigung, ich wollte damit nichts andeuten, wirklich. Wieso übernachten sie denn? Das muss doch einen Grund haben, oder? Ja, Jones macht das wohl, damit sich Nancy einen Tag lang nicht um den Haushalt kümmern muss. Und Nancy macht es, damit Jones eine Ausrede hat, um mal nicht zur Arbeit zu gehen, ja? Also sagen beide, dass sie es füreinander tun. Wie wundervoll, es ist fast so, als könnten sie die Gedanken des anderen lesen. Ist das nicht so süß? Ja, das ist es wohl. Verzeihung, ist Chlorika hier? Ach, da bist du ja. Oh, hallo, Forte. Brauchst du etwas? Ja, ich wollte dich etwas über die Ausrüstung der Burg fragen. Oh, also dann. Ich verstehe, danke, Chlorika. Ach, Forte, was meinst du? Hä? Es ist doch normal, dass man als Mädchen von seinen Liebsten verehrt und geschätzt werden möchte, oder? Also hättest du es lieber, wenn er etwas dominanter wäre? Was? Natürlich nicht. Stimmt, liebevolle, fürsorgliche Paare sind doch so viel besser, stimmt's? Das ist wohl wahr. Ich wäre auch gerne einmal so in so einer Beziehung, ja? Die alle so auf Beziehung aus sind. Was ist hier los? Oh, komm schon, Forte. Tu doch nicht so, als hättest du überhaupt kein Interesse. Meine Güte. Ich frage mich, ob Nancy und Jones zusammen Nickerchen machen. Nickerchen machen, so nennen wir das also heute. Hallo. Kann ich dir mit irgendwas helfen? Wie gefällt dir diese Stadt? Nicht schlecht. Du schaffst es auch nie, wirklich Stellung zu beziehen, was? Ei. Ja, ich hoffe, dass die Rea dann hilft. Das wird natürlich alles ein bisschen dauern jetzt, ne? Geht halt nicht von heute auf morgen. Ich habe mich schon gewundert gehabt, dass du gar nicht mehr da warst. Ich hatte das mit der Brettspielmesse ja noch mitbekommen, dass du dahin bist und danach kam nichts mehr. Ich dachte, du, keine Ahnung, machst eigene Streamer-Sachen oder sowas. Ich habe ja keine Ahnung, ich sehe ja nicht, wann Leute streamen immer. Weil ich ja selber sehr viel streame. Und wenn ich jetzt streame, sehe ich ja nicht, wenn jemand anderes streamt und so Sachen. Oder dass du, weiß ich nicht, du hast da auch mit Arbeiten so und dachte ich halt vielleicht, hast du da irgendwas zu tun oder zu machen. Und dann kriege ich dir die Nachricht, dass du so schwer verletzt bist. Dead bist du nicht, aber... Schmerzlevel nicht zu empfehlen. Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Ich meine, das kann ich mir denken. Was ist denn? Ich bin hier, um zu reden. Oh, dein Timing ist aber perfekt. Ich habe überhaupt keine Pläne. Es wäre mir eine Freude, etwas Tee mit dir zu trinken. Ich habe aber leider keinen Tee. Ich habe legit keinen Tee. Ich kann dir keinen Tee geben, meine Gute. Geht halt nicht. So, kann der Arthur bitte mal jetzt hier reinkommen und mit mir handeln? Da, 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 da. Drück mir mal die Daumen, dass das jetzt hier funktioniert, dass der mal Steinblöcke oder Holz hat. Kann die Alte auch was handeln? Vor einiger Zeit hat es das Six Imperium auf eine kleine Stadt abgesehen. Was ist denn da los, da drüben? So viele Leute. Der Schnee ist irgendwie nett, aber man kann wohl ohne eine gewisse Kälte keinen Schnee haben. Ist alles in Ordnung? Es geht mir gut. Nicht schlecht. Hä? Das Gespräch mit dir war in letzter Zeit sehr unterhaltsam. Du steigst mehr und mehr, meine Achtung. Morgen, Potato. Es ist ganz bestimmt nicht morgen, Kiel. Die meisten Menschen können zaubern lernen, indem sie Bücher lesen. Also, als ich klein war, habe ich das in meinem Buch gelesen. Und deswegen praktiziere ich seit meiner Kindheit Magie. Thank you.
Du siehst gut aus. Hallo. Was willst du? Stehst du darauf, mit mir zu sprechen oder so? Ja. Was? Ich möchte mehr über dich erfahren. Ist das denn so schlimm? Ja, du bist ziemlich schräg drauf. Ja, das kann ich mir, wie gesagt, ich kann mir das mit den Schmerzen sehr gut vorstellen. Ich meine, du hast dann vermutlich auch keine Position, wo man sich mal irgendwie entspannen kann, was Schmerzen angeht. Weil manchmal hat man halt auch so mal Rückenschmerzen, da kann man sich einfach anders hinsetzen oder so und dann geht's besser und so. Das hast du da halt nicht, ne? Das ist halt, das tut dann halt immer weh. Das ist permanent und es ist ein innerer Schmerz. Und das strahlt ja auch, das ist ja auch noch zentrales Nervensystem und so, ne? Das ist ja das Problem. Da hast ja nicht nur dann Schmerzen am Rücken teilweise, sondern kannst du auch teilweise einfach überall anders am Körper noch Schmerzen haben. Beine, Arme, wobei Arme glaube ich weniger, weiß ich nicht, weil es relativ weit unten ist. Aber du verstehst, was ich meine. Das streut halt der Schmerz. Ja, da wird die Reha dann hoffentlich bei helfen. Aber das muss natürlich alles noch ein bisschen. Das dauert natürlich, dann muss alles erstmal ein bisschen abheilen, behandelt werden und dann kommst du halt hoffentlich in die Reha und dann hoffentlich hilft dir die Reha dann auch. Ich meine, es ist halt wie mit allem. Es gibt immer eine gewisse Chance, dass wie weit du dann quasi wieder fähig bist zu dem, was du, zu wo du früher fähig bist, wie viel Prozent du dann wieder erlangst quasi. Ist ja immer unterschiedlich. Das muss man dann sehen. Darf ich eigentlich sagen, was passiert ist? Weil ich sag das gerade absichtlich die ganze Zeit nicht, ne? Weil ich nicht weiß, ob ich das sagen soll. In meinen Videos. Also. Stein. Weder Stein noch Holz. Misslungene Gerichte. Ja, die hast du selber gekocht, ne, Afa? Die hast du selber gekocht. Ja, war doch Bandscheibenvorfall. Aber doch, ich denke mir davon. Nicht, dass ich das irgendwie falsch erinnere, aber das war so. Das ist ja erst 2 Tage her, dass du es geschrieben hast. Wäre peinlich, wenn ich das vergessen hätte. Dann verstehen die Leute, was ich meine mit Nerven und Streuen, Schmerzen und Schlimm und innere Schmerzen und... Ja. Kein Verdacht mehr ist einer, okay. Ja. Ja gut, am Anfang war es Verdacht, ja, aber ich nehme an, durch die intensiven Schmerzen, die du hattest, ist es relativ schnell bestätigt. Ah, man kann noch einen weiteren Raum hinten haben, okay. Da, 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 da. Ach ja, ich könnte schlafen gehen. Mister hat ja nichts für mich. Was? Ich habe den Tsunami doch aufgehalten. Vertreiben. Kann ich den jetzt noch vertreiben? Aber es geht nicht mehr. Nee. Scheiße. So viel retten wie geht. I did it!
Den ultimativen Sperrangriff entdeckt, okay. Alter Schwede, das ist echt unangenehm gerade, dass so viel kaputt hier geht. Raining, ja, ja, genau. Es regnet, Leute. Das ist nur Regen. Ach, die Felder sind nicht betroffen hier. Muss bisher nicht. Ach doch, hier ist betroffen. Ja, das ist wahr. Wenn die alle nicht in der Nähe sind, ist es immer ein bisschen schwierig. Ich nehme mal auch an, ich weiß es halt von meiner Mutter, als sie halt im Krankenhaus war oder wo sie im Krankenhaus war, immer, dass das Krankenhaus ziemlich langweilig ist. Also. Ah, das kann ich mir gut vorstellen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ah, wir haben jetzt echt ein Problem mit dem Sturm, ey. Das wird echt übel. Ich hoffe, meine Bäume überleben. Immer diese Stürme hier. Ich weiß halt nicht, ob es was bringt, jetzt die Sachen immer direkt abzubauen, damit wieder neue Plätze frei sind, auf denen Sachen spawnen können. Ja, wenigstens etwas, wa? Ich hoffe, die kümmern sich aber auch gut um dich. Das war auch ähnlich bei meiner Mutter leider. Ich glaube, das bringt nichts, das zu machen, was ich hier tue. Ich glaube, das Zeug, das ist dem komplett egal. Das spawnt einfach da, wo es hin will. Ha!
Oh, das macht mich echt fertig hier mit dem Feld. Die ganzen schönen Pflanzen. So viel Arbeit in mein Feld gesteckt, mir jetzt das. Muss noch einen Smoothie zu Flavia bringen. Ups. Oh, das ist aber ein schöneres Geschenk jetzt. Ich wollte gerne wissen, ob ich diese Kristallsachen hier kaufen kann jetzt auch, wenn ich das einmal abgebaut habe. Aber scheinbar nicht, ne? Ich kann weißer Kristall einfach kaufen. Lol. Aber ich kann nicht weißer Kristallsaat kaufen, ne? Nee. Ich kann die Feuerblumensaat. Die scheint auch relativ gut zu sein. Ich meine, ich hätte jetzt benetzbares Pulver nehmen können, natürlich zum Retten meines Felds, aber, oder zumindest zum Stärken meines Felds, aber, na gut, Dünger halt, ne, das werden wir natürlich machen müssen jetzt, düngern. Dafür brauchen wir das Geld vermutlich. Aber wir wollen noch mit ihr reden. Ich nutze meinen Fühler, um nach geeigneten Orten für Nickerchen zu suchen. Vielleicht hat Chlorika insgeheim auch irgendwo solche Fühler. So. Tiere habe ich mich schon drum gekümmert. Es ist jetzt ein trauriger Part, ne? Weil wir hier nur stehen und warten und die Schäden reparieren und warten, bis Arthur uns wieder Sachen verkauft. Ich meine, das ist das, was wir jetzt an diesem Tag tun können. Wir können Schäden beheben, also Sachen aufsammeln und so, das können wir halt machen. Und sonst fühlt sich der Tag halt nicht schön an. Ihr hört das ja selber, ne? Also keine Musik, nur das Geräusch vom Sturm. Nur das Geräusch von Türen, die quietschen. Ich meine, ist halt nicht schöner Tag heute, ne? Ein Scheißtag. Ich dachte aber auch, ich habe Prinzpunkte dafür ausgegeben, damit der Tag nicht kommt. Das hat scheinbar nicht funktioniert. So, neue Schäden, ja. Ne, da wollte ich jetzt nicht reinwerfen, Spiel. So. Ich glaube, das Ding wird unser ganzes Feld zerstören. Echt. Also zumindest die Hälfte unseres Feldes wird komplett zerstört sein. Das hier ist, da ist benetztes Pulver übrigens drauf hier auf diesem Feld.
Aber schon mindestens ein, zwei Jahreszeiten her, aber das hat scheinbar auch noch eine Wirkung. Da merkt man mal den Unterschied zwischen geschützten Feldern und ungeschützten Feldern. Oh Mann. So viel Müll. Hey. Ich glaube, die Frühlingsfeld und sowas, das Frühlingsfeld und alles wird jetzt ziemlich müllig sein, ne? Oh ja. Leider ja. So ein kleines Feld und so viel Müll. What? Es gibt jetzt Bossgegner hier einfach in der Oberwelt beim Sturm? Das wusste ich nicht. Können wir dann jetzt vielleicht diesen einen Weg lang, wo ich niemals lang konnte? Der Weg, der mal verschlossen war? Hm. Hi. Hast du was Gutes im Angebot? Nein. Hat er nicht. Was denkst du? Please come again. Warum sind da so viele in dem Zentrum hier drin? Hello. Good afternoon. Hm. Schauen wir mal ganz kurz. Nee, der Weg ist nicht offen. Schade. Na gut, Affe hatte nichts Gutes, wir gehen schlafen. Dann sehen wir uns wieder im nächsten Part, wenn wir das alles aufräumen müssen. Bis dahin, haltet die Ohren steif und macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!